extrem enttäuschend. Wenn man die Emotionen ausblendet, dann nehmen wir, glaube ich, sehr, sehr viel mit, weil es ein sehr, sehr gutes Spiel von uns war über weite Strecken. Wir sind sehr klar gewesen, sind ruhig geblieben am Ball, trotz der Drangphase am Anfang vom Club. Trotzdem glaube ich schon, dass wir die Konter hätten ausspielen können oder besser ausspielen können in der regulären Spielzeit. Das war eigentlich schon mindestens auf Augenhöhe war es hier heute. Wir hatten die Chancen, die müssen wir natürlich nutzen. So kriegst du halt in der Nachspielzeit dann noch ein abgefälschtes Ding. Ist natürlich extrem bitter. In der 90. natürlich das Gegentor zu kriegen, ist immer absolut bitter. Wir haben uns trotzdem in der Verlängerung nochmal aufgerafft, sind sehr klar geblieben in den Abläufen. Wenn du dann natürlich das Zweite machst, ich glaube, dann ist da auch Schicht im Schacht. Also, oder nochmal in Führung gehst in der Verlängerung, wie du schon gesagt hast, wir hatten ja Chancen. Für Linie geklärt, der Lattenschuss. Ganz am Ende nochmal, wo man die rote Karte dann irgendwo zieht, das sind ja schon große Dinger, sag ich mal, wo wir dann schon hätten eigentlich das Tor hätten machen können, vielleicht sogar müssen. Wenn Jona da am Ende nicht gefoult wird, glaube ich, macht er den auch. Und dann fahren wir hier als Sieger nach Hause und sind eine Runde weiter. So ist es extrem bitter. Am Ende ist es dann ein Münzwurf im Elfmeterschießen, wo Nürnberg heute einfach das Glück auf ihrer Seite hatten. Ja, Elfmeterschießen ist ein Glücksspiel. Wenn die Schiedsrichter sagen, ich war zu weit vorne, dann war ich zu weit vorne. Ich habe leider noch nichts gesehen, dann muss ich das akzeptieren und ja. Dem kann man da auch keinen Vorwurf machen beim Elfmeterschießen. Er hat sich getraut, jetzt ist es so. Also dem Jungen halt wirklich gar keinen Vorwurf, weil er wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Ich glaube, er macht sich selber die größten Vorwürfe, aber ich habe ihm auch schon auf dem Platz gesagt, dass er das nicht machen soll, weil er einfach den Mut hatte, auch zu schießen. Er war der Erste, er war direkt einer, der gesagt hat, er will schießen. Letztendlich ist es so, wie es gekommen ist. Wir müssen einfach da jetzt die Köpfe hochnehmen. Wir haben jetzt 6 Stunden Zeit, das abzuschütteln und ab morgen geht dann die Vorbereitung los auf Sandhausen. Ich glaube, dass es auch völlig okay ist, wenn wir heute und morgen noch ein bisschen niedergeschlagen sind, dass es dann vielleicht noch in den Köpfen drin ist, aber das Rad dreht sich immer weiter. Das Spiel am Sonntag ist genauso wichtig in der Liga. Man muss trotzdem immer noch das Positive aus dem Spiel irgendwo rausziehen. Jetzt heute Abend ist es ein bisschen schwierig, aber nochmal morgen geht die Sonne wieder auf und dann ist es noch in den Köpfen drin und dann muss man es abpacken.